jetzt mische ich mir nochmal dieses Grau an, das ich vorhin hatte. Das gelingt mir natürlich nicht immer hundertprozentig, genau die Farbe hinzukriegen, aber das macht ja nichts. Hauptsache es passt so ungefähr. Komm, du kleines Nasenloch, du musst jetzt nochmal rauskommen. Ja, jawohl. So, und dann haben wir hier die Augen. Das ist Auge Nummer 1 und Auge Nummer 2. Und damit die gleich rauskommen, um die Augen drumherum, ist es heller. Das mache ich jetzt aber gleich. So. Und jetzt mache ich noch einen Trick, weil mir der Hintergrund zu hell ist, zu dunkel ist, helle ich den jetzt auf, damit man die Ohren besser erkennen kann. Ich helle den Hintergrund an diesen Stellen jetzt auf. Macht ja nichts, ne? Kann man ja irgendwelche. Nehmen die gleiche Farbe aber auch an anderen Stellen, damit es nicht so gewollt aussieht. Und kann nämlich jetzt hingehen und kann mit der dunklen Farbe, die ich hier habe, hier mein Ohr rausarbeiten. Seht ihr, jetzt kommt das Ohr nämlich hier raus. Ja. So, die Oberseite, die mache ich aber dann ganz hell. Fast weiß, dann kommt die nämlich auch raus. Das habe ich hier auch so gemacht. Das ist zwar nicht wie im Original, aber egal. Das Original sieht er ja nicht. Das habe ich jetzt diesmal absichtlich ausgeblendet, wegen Urheberrecht, damit es da keinen Ärger gibt. Ich habe das aus 2, 3 Bildern wieder zusammengebastelt, wie ich das schon gerne mal mache. So, und jetzt haben wir hier unser Geweih. Das ist rot, rötlich. Könnt ihr jetzt vielleicht nicht so ganz erkennen. Es wird aber gleich erkennbar werden, wenn ich nämlich, wenn ich das gleich nur heller mache. Also ich male mir jetzt praktisch nur die Form vor, dass ich so ungefähr weiß, wo die Geweihteile alle so sind. Und dann werde ich gleich hingehen und die Helligkeiten und die Dunkelheiten rausarbeiten. So. Ja. Ja, manchmal kriege ich dann so Lust an, die Farbe halt auch an anderen Stellen einzusetzen. So. Okay, und jetzt nehme ich zu der Farbe weiß und werde jetzt die Ränder. Eigentlich müsste ich das mit dem Linierpinsel machen, aber ich probiere das einfach mal hier mit. Die Ränder heller machen, also die Ränder von dem Geweih. Ups. So, besser. So, das sieht doch schon ganz apart aus. Ein bisschen zu wenig, für mein Gefühl, nur zu wenig Kontrast drin. Obwohl, sieht schon nicht schlecht aus. Gut, Linierpinsel. Male ich halt hier um die Augen drumherum was, damit die Augen ein bisschen rauskommen. Hier links muss es dunkler sein und dann habe ich hier so richtig hell vom Mondlicht beschienen den Rücken. Hier auch nochmal, das zieht sich dann so hier so ein bisschen runter. Und hier vorne habe ich so ein Herz, das muss noch heller werden. Genau, so. Und jetzt brauche ich nochmal mein dunkles Grau. Zum dritten Mal, wenn ihr mitgezählt habt. Und jetzt ist zum Beispiel, das seht ihr vielleicht auf dem Bildschirm gar nicht, das ist extrem
grün gerade geworden, weil ich zu viel von dem Gelb genommen habe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also hier auch immer mit dem Pinselstrich versuche ich halt die Fellstruktur dann halt auch so ein bisschen nachzuempfinden. Und jetzt brauche ich hier dieses Bein, das vordere, das braucht ein bisschen mehr Kontrast. Deswegen mache ich es jetzt hier noch ein bisschen dunkler, damit sich es gegen den Schnee und das andere Bein hier so ein bisschen stärker abhebt. Mache jetzt hier auch die Bauchpartie. Das ist ein sehr stämmiges Rehen. Also im Original hat es nicht so dicke Beine, aber da ihr das Original nicht seht, könnt ihr das auch nicht wissen, außer wenn ich es natürlich sage. So. Okay, hier soll es dunkler sein. Auf der Seite. Hier ist hell, hier ist dunkel. Wunderschön. Jetzt gehe ich nochmal mit rein weiß und mache noch so ein paar Highlights. Ich glaube, ich bin fast fertig. Ging jetzt doch relativ fix. Also ich versuche jetzt hier dieses Geweih noch ein bisschen stärker rauszuarbeiten, indem ich halt hier mit reinem Weiß nochmal die Ränder nochmal betone. Ich überlege, wo ich es noch ein bisschen heller machen kann. Ups, ja, Heide, nee, das ist mir jetzt aber total daneben gegangen. Gut, nochmal gerettet. Hier hinten vielleicht noch. Hier oben. Hier vielleicht noch. Ach, da hinten, guck an. Da hinten müssen wir es noch ein bisschen heller machen hier. Gut. Es ist ein angedeutetes Rentier, also. Wie immer sehr impressionistisch. Das brauche ich doch nur, jetzt nehme ich einfach das Schwarz, weil ich keine Lust habe, nochmal anzumischen. Ja. Bein ist aber wirklich verdammt dick geworden. Da muss ich gleich was basteln. So, pass auf. Und das ist ja das Schöne. Wenn ich Acryl habe, kann ich alle Fehler, die ich so einbaue, ganz einfach beheben, indem ich einfach drüber male. Tada, schon Problem gelöst. Schon ist. Also nochmal zur Pinselführung. Ich gehe mit dem Pinsel so ran und gehe weg. Also ich führe den Pinsel nicht so ran, sondern gehe weg, weil. Wenn ich den so entlang führen würde, so, ne, dann hätte ich hier so einen Strich. Ne, so einen, den möchte ich ja nicht haben. So, jetzt werde ich den Hintergrund deutlich heller machen, mit reinem Weiß arbeiten. Das ist ja auch Schnee. Und dazu brauche ich jetzt den anderen Pott. Moment, das war auch der falsche Pinsel, oder? Ne, doch, war der richtige. Den brauche ich jetzt richtig sauber. Und dann kommt gleich das Highlight zum Schluss.
Oh, da ist ein Wasserfleck. Ich möchte einfach mehr Kontrast haben zu dem Rentier und werde deswegen jetzt hier den Schnee einfach ein bisschen heller machen. Kommt es hier zum Beispiel viel stärker raus, merkt ihr das? Ne? Sieht besser aus. Was ich dann natürlich machen kann, ist, ich kann den Schnee auch noch färben. Ich kann einfach einen Hauch. Merkt ihr, was das ausmacht, dieses Krabbrot, das ist so extrem. Ich kann das, klingelt es gerade, das ignorieren wir mal. Ja, schon fast fertig. Jetzt möchte ich hier halt noch die Gräser noch mal so ein bisschen rausholen. Quatsch, die Gräser, die den Schnee hier nur so ein bisschen dass halt die Beine halt nicht so schwebend ausschauen. So, so sieht's gut aus. Ihr seht wieder, wie viel es ausmacht, so Kleinigkeiten, ne? Kleinigkeiten zu verändern. Da ist mir ein Fehler passiert. Das Bein muss natürlich da hoch. Müssen wir gerade fix nochmal so, dunkle Farbe an. Mitteldunkle Farbe hier. So, okay. Wenn ihr das Bild nicht seht und ich es immer so wegtut, dann gucke ich mir das einfach aus der Entfernung, halte es ein bisschen weg und gucke mir das aus der Entfernung nochmal an. Das sind so Tricks, die ich ja auch in meinen Büchern immer wieder versuche, euch mitzugeben. So, ein bisschen hier so Fell, das Fell so ein bisschen andeuten. Das reicht. Und jetzt kommt der Clou der ganzen Sache. Das kann sein, dass ich mir das Bild jetzt komplett versau. Nämlich, ich wollte jetzt noch eine Schneeflocken drüber haben. Aber ich sehe gerade, eine Sache möchte ich noch ändern. Und zwar ist mir das Geweih nicht dunkel genug. So, ich mische mir jetzt einfach ein ganz dunkles Braun. Da muss einfach viel Rot rein und dann ein bisschen ich nehme einfach schwarz nur mit bei. Ich werde hier noch so einen Schatten hier so. So. Ja. So gefällt mir das nämlich ein bisschen besser. Das Auge muss noch ein bisschen mehr rauspeppen. So, ich muss einem ja richtig angucken. Ha, genau, apropos Auge. Und da werden wir natürlich jetzt an dem Auge, wie immer, wo haben wir unseren Spitzpinsel, noch diesen berühmten weißen Fleck reinmachen, mit dem uns dann dieses Rentier tatsächlich anschaut. So, zwei weiße Flecken, mehr ist es nicht. Hier nochmal. Hat das Ding ein Gesicht. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit, nämlich soll ich oder soll ich nicht? Ich soll. Traue mich das jetzt einfach? Na komm. Brauche ich nicht viel dafür. Ich traue mich jetzt da noch ein bisschen Schnee drüber zu machen. Mutig, mutig.
nicht lange überlegen. Ich glaube, das sieht gut aus. So. Wow, das sieht richtig gut aus. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Cover für mein schönes Märchenbuch. Aber es ist insgesamt noch ein bisschen zu wenig kontrastreich an einigen Stellen. Deswegen werde ich hier noch ein paar Kontraste einfügen. Ja. Okay. Ja, ich hoffe, dass ihr auch mit diesem kleinen Motiv was anfangen könnt. Vielleicht habt ihr Lust, es nachzumalen. Ich denke mir auch, also so, wenn ich so Projekte mache, dann spricht da nichts dagegen, dass ihr das ein bisschen mitfiebert sozusagen. Und ja, was das Thema Buch angeht, wer das erwerben möchte, vielleicht guckt euch das Video jetzt ja gerade zu Weihnachten an, dem kann ich dann nur sagen, geht's auf meine Webseite und da findet ihr dann das Buch und dann läuft es halt wie immer ab, dass er das bestellt und also ihr müsst halt in Vorkasse zahlen, weil mir das zu risikoreich ist mit anderen Zahlungsarten und dann kriegt er das zugeschickt von mir. So, und jetzt seht ihr wieder, dass ich hier wieder fleißig weitermache, obwohl ich eigentlich schon lange fertig bin. Gut, ja, dann viel Spaß beim Nachmalen und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Motiv. Macht's gut, tschüss.